Hallo und willkommen zurück zu Schöninjas Let's Plays und No Man's Sky. Ja, es ist bestimmt wieder eine Woche fast her, dass ich gespielt habe. In der Zwischenzeit habe ich minimal etwas gemacht. Also die Hauptstory mache ich natürlich mit euch. Aber ja, das ist schon ein kleines Grinding-Spiel und das die ganze Zeit aufzunehmen, wenn ich einfach nur langweilig herumlaufe und irgendwas verkaufe, finde ich ein bisschen doof. Zumal ich dann manchmal auch in Stimmung bin, nichts zu erzählen. Und ja, was habe ich geschafft in der Zwischenzeit? Also wie gesagt, die Story habe ich nie angefasst, die oberen drei. Aber hier habe ich ein bisschen was gemacht. Und ich habe vor allem herausgefunden, dass ich immer hier ein und dieselbe Quest erfüllen sich gleichzeitig. Sofern es hier heißt 5 Gegner töten, dort heißt 5 Gegner töten. Das gleiche ist natürlich auch bei den Quests mit den Scannen und die Quest mit den Wächter töten. Deswegen hatte ich jetzt hier gerade relativ viel gemacht. Ich war ja schon bei fast 5 Zeilen, weil man pro System, in dem man ist, in jeder Raumstation ja theoretisch am Anfang 4 Quests annehmen kann. Je höher man im Ruf bei den einzelnen Fraktionen ist, dann auch umso mehr wahrscheinlich. Genau, und ja, meine Heimatbasis hatte ich ja euch zuletzt schon gezeigt, dass ich sie umgebaut hatte mit einem großen Raum, wo jetzt alles drin steht. Inzwischen sind jetzt hier auch noch drei Leute hinzugekommen, von jeder Rasse einer. Mein Wissenschaftler ist ein Corvax, wie heißen die? Corvax. Der gibt mir so Technologie-Upgrades. Dann habe ich einen Gag, der kümmert sich so um Ressourcen. Und seit neuestem habe ich einen Voiki, oder wie die heißen, der kümmert sich um Waffen und so Waffentechnologien auch für das Schiff. Genau. Und ja, jeder von denen hat auch so eine kleine, ich will es nicht Storyline nennen, aber ja, irgendwie ist das so. Also der Gag, keine Ahnung. Der Corvax will sich scheinbar immer mit seinem zentralen Kern, worüber all seine Corvax-Freunde, das sind ja intelligente Wesen, nicht intelligente Wesen, digitale Wesen, worüber die sich immer austauschen, und seitdem er mich unterstützt, ist er von diesem Kern getrennt gewesen. Und deswegen haben wir einmal schon seinen Datenkern zurückgesetzt, und irgendwie jedes Mal endet es daran, dass er ohne seinen Kern dann aber einsam ist, und wir versuchen gerade diese Kette zu durchbrechen. Deswegen haben wir jetzt diesen Corvax-Konvergenzwürfel gesammelt, genau. Und unser Viking ist scheinbar verletzt, weil er irgendwie zu seinen normalen Lebzeiten anderen Leuten irgendwie immer geholfen hatte mit Bluttransfusionen und sonst irgendwelchen Sachen. Und mit genau sowas können wir ihn jetzt retten, deswegen brauchen wir 2 Viking-Deutsche, um mit der DNA und dem Blut irgendwie dafür ihnen ein Rezept zu basteln. Genau, aber wir wollen uns ja eigentlich primär jetzt um die Hauptstory kümmern. Eine Sache noch, ich habe die ganze Zeit immer wieder mit meinem Frachter bzw. die Fregatten des Frachters, und da habe ich 2, einen Erkundungs- und einen Bergbaufrachter, Fregatte, auf Mission geschickt, weswegen ich es schon zu über 6 Millionen geschafft hatte, und von 2 Millionen hatte ich mir jetzt ein neues Schiff gekauft. Das ist das, was ihr gerade gesehen habt. Mein Schiff vorher war ja Rang C. Ich war mir nicht sicher, ob ich nur. Also ich habe halt noch nicht einmal einen S-Rang gesehen, denn ich vermute, das sehe ich erst, wenn ich selbst auch ein besseres Schiff habe. Ich habe auf einem Planeten auch schon mal ein Schiff gesehen, aber weil ich das aus Versehen gleich angenommen hatte und dann dachte, dass meins weg ist und meine ganze Technologie, die ich in meinem hatte, habe ich dann wieder neu geladen, und dann, als ich wieder dahin gegangen bin, war das Schiff aber auch nicht mehr da, weil es ja irgendwie scheinbar random alles so ist bei den Events, deswegen, ja. Aber auch das war nur C-Rang, aber es war trotzdem besser von der Platzanzahl her. Ja, mit dem bin ich trotzdem ganz zufrieden. Ich weiß jetzt nicht, wie viele Plätze es hat. Mein altes habe ich auch einfach verkauft, weil es einfach nur schlecht war. Rein optisch ist das natürlich ein bisschen strange. Es ist halt einfach nur eine Rakete und oben ein Cockpit. Aber ja, ich bin mit meinem ja auch manchmal irgendwo hängen geblieben in irgendwelchen Raumschiffen. Deswegen ist es vielleicht ganz praktisch. So, und storymäßig wollte ich jetzt das Funksignal abfangen. Wir hatten ja zuletzt ein Modul bekommen von Apollo, aber das war auch nur so C-Rang oder B-Rang, und deswegen habe ich es, glaube ich, erst gar nicht installiert. Der wollte mit uns ja nicht auf Reisen gehen, sofern wir nicht diesem gewappnet sind. Und da ist auch schon sein Signal.
Du bist nicht allein. Ich kenne dich, Reisender. Ich weiß, wo du warst. Ich weiß, wohin du gehst. Okay, das ist ein unbekanntes Signal. Kein Grund zur Eile. Wenn die Zeit gekommen ist, wirst du uns finden. Das ist bestimmt die 16 gewesen oder so. So, nächste Nachricht. Grußkanal offen. Da ist Apollo. Bist du bereit? Das solltest du sein, wenn. Denn dieser Job wird es in sich haben. Du wirst womöglich eine ganze Weile nicht zu deiner Basis zurückkehren können. Oh nein! Schön, die Jagd kann beginnen. Ich habe auf deiner Welt eine Korvax-Einrichtung entdeckt. Die Störung in deiner Übertragung ist ein Hinweis. Der Korvax könnte sich aber als andere Spezies ausgeben. Lass dich nicht täuschen. Die Synthetischen haben ihre Freude an der Spionage. Ich bin kein Roboter. Ich wurde so wie du geboren. Das hier ist aber kein Welt des Fleisches. Mein Gehirn, meine restlichen Organe, alles wurde in dieser Hülle transferiert. Das bin ich. Aha. Mitleid zeigen. Ich habe meine Rache zur gegebenen Zeit verübt. Mehr musst du nicht wissen. Okay. Also gehen wir noch mal davon aus, dass die Wächter diese Portale benutzen, um herumzukommen. Wie werden sie aktiviert? Wir müssen sie beobachten. Wir müssen sie anlocken. Und was gäbe es Besseres als den Angriff auf eine Korvax-Fabrik? Wächter und Korvax sind beide Roboter-Lebensformen. Sie haben viel zu viel gemeinsam, das ist mehr als nur Zufall. Betritt die Fabrik und hacke das Terminal. Wenn wir Daten über die Wächter bekommen, gut. Wenn nicht, dann haben wir so viele angelockt, dass wir die Energiesprünge auf deiner Welt verfolgen können. Dann gehören die Portale ganz schnell uns. Okay. Auf meiner Welt. In meiner Welt. So, ich wollte gerade irgendwas gucken. Ja, sowas würde ich hier alles gerne noch abgeben. So, was steht da? Apollo noch an der versteckten Kurve bereitgestellt. Zerstöre versperrte Tür mit einem Blitzwerfer. Und dafür habe ich auch schon was rausgefunden, was besser ist als ein Blitzwerfer. So, und das ist tatsächlich auf meiner Welt. So, aber vorher will ich hier zur Raumstation, um schnell noch das Zeug zu verkaufen. Und von dort aus kann ich ja dann auch. Puh, wäre schneller gewesen, wenn ich über Nexus geflogen wäre. Aber dann ist der Weg zum Planeten kürzer. Aber ich werde mich trotzdem teleportieren, bin ich noch schneller. Und spare meinen Impulsantrieb. Die normalen Düsen haben ja endlos Strom. Das habe ich auch gleich wieder bei dem neuen Schiff gebaut. So, dann ein Corvex und ein Gag-Ding abgeben. Dann die beiden Quests in der Basis und dann mache ich auch direkt die Hauptstory. Die in der Basis will ich auch nur abgeben. In deiner Welt. Es ist übrigens immer noch ein bisschen was buggy. Es kommen jetzt zwar immer alle paar Tage neue Patches, aber irgendwie beheben die nicht die Fehler, die ich habe. Und zwar habe ich immer noch den Fehler, was auch eine Hauptstory, nicht eine Hauptstory, aber schon eine wichtige Story von den, sag schon, von meiner Basis ist. Und zwar eine mittlere Raffinerie zu bauen. Ich habe doch erzählt, dass ich immer, dass mir mein Basismodul oder wie es heißt, irgendwie. Oh, das ist so doof. Inventar voll. Das ist Quest, das brauche ich. Aber warte, gebe ich erstmal schnell die Relikte ab. Vor allem, er hat es halt trotzdem angenommen, ja. Obwohl er sagt, Inventar voll. Es ist trotzdem weg jetzt. Was wollte ich sagen? Das Basismodul hat, gibt mir ja alle 2 Stunden einen neuen Bauplan. Auch wenn ich manche davon dann schon hatte, weil ich das halt viel zu spät mitbekommen habe. Und, tja, die letzte Aufgabe, man muss halt diesen Bauplan dann meistens auch bauen, damit es weitergeht. Und der letzte Bauplan war halt die mittlere Raffinerie und die kann ich nach wie vor noch nicht positionieren. Ich habe schon längst eine große, aber ja, doof, weil deswegen geht es da nicht weiter mit dem Datenerforschen, dem Datenarchiv. So, kann das auch ins Raumschiff rüber? Perfekt, das gebe ich ab. Sollte passen.
Ja, und die andere Quest, die noch buggy ist, ist, naja, nicht direkt eine Quest, aber irgendwas ist halt schon buggy, was mit einer Hauptquest im Zusammenhang steht. Und zwar, im Nexus gibt es ja diese beiden Typen, Polo und keine Ahnung, wie der andere hieß, die mich halt auf die Mission noch geschickt haben hier durch das schwarze Loch, dem Artemis hinterher und den Atlaskarten zu folgen. Und eigentlich hätte ich nach der ersten Atlaskarte ein Dings kriegen müssen. Ein Atlaspass, wodurch man verschlossene Truhen aufmachen kann, sowohl auf dem Planeten als auch Türen öffnen kann in manchen Instituten und in den Raumstationen. Aber den Pass 1 habe ich noch nicht bekommen. So, ihm erstmal den Konvergenzwürfel noch geben. Entschuldige die Frage, Entität, aber kennen wir uns? Du kommst mir bekannt vor. Ich habe dieses Terminal entworfen. Eine Maschine sah mich als Mutter an und wollte mich von ihrer Liege überzeugen. Ich habe den Fehler natürlich gelöscht. Ich verwende eine passende Codebasis. Ich habe aber über nützliche Baupläne aus dem Lager geholt. Hast du Interesse? Welche Beziehung wir auch immer aufgebaut hatten, ist jetzt weg. Ersetzt durch die Wolke der Ungewissheit, weil ich ihn zurückgesetzt hatte wegen seiner Einsamkeit. Vielleicht war es ein Fehler. Vielleicht war dieses Wesen schon immer als wahrer in der Corvax und ich selbst kannte nur eine Krankheit, eine Verfälschung. Ich werde es niemals wissen. Vorsicht, beim Bauen dieser Objekte, Reisender, die Pläne wurden immer nur aus einem Fehler herausgeboren. Lol. Hitzekondensator, den brauchte ich nämlich auch. Ah, und dafür brauche ich Ursulanium, was ich schon für Dings sammeln musste. Und Frostkristalle habe ich bisher nur im Dings gesehen. Im Laden. So, und da stand zwei. Was war das zweite? Ah, Sprengstoff? Flüssigsprengstoff. Genau, Mineralienanalysen. Keine neuen Entdeckungen. Oh, es müssen neue sein. Okay. So, infiltriere die Corvex-Basis. Das mache ich jetzt als nächstes. Hatte ich nicht noch irgendwas? Da brauche ich einen Landschaftsfarmer, die Raffinerie, Industrieeinheit. Ja, da wollte ich erstmal. Da fehlt da noch was. Der brauchte die Deutsche, die ich noch nicht habe. Der braucht eine Schallplatte. Da habe ich aber das Rezept noch nicht. Oh, sind nur noch zwei Reiter. Schallplatte. Da, Schallplatte habe ich, Polyfaser habe ich. Brauche ich eine Sternknolle und Kaktusfleisch. Kaktusfleisch habe ich hier irgendwo rumliegen. Und den Hitzekondensator habe ich gerade bekommen. So, dann, bevor ich auf Reisen gehe, möchte ich hier ein bisschen Platz machen. Und das packe ich hier in mein Lagersystem rein. Dieser komische Bug manchmal, dass man mit manchen Sachen nicht interagieren kann. So, kann ich hier was ablegen? Ah, da ist das seltene Metall auch. Das habe ich ja auch im Dings schon liegen. Im Flieger, im Raumschiff, im Frachter. Da ist Uran drinne. So, hier hatte ich so eine Dinger drinne. Perfekt. So, Munition wollte ich ein bisschen behalten. Nehme ich mal alles mit. Dafür. Kommen diese hermetischen Dinger weg. Weil in dieser Kiste waren bisher nur Sachen, die man verarbeitet drin. So, dann in die anderen mal schnell gucken. Wo Platz ist das Plenoium oder wie es heißt? War hier auch irgendwo. Da schon mal nicht. Kaktusfleisch auf jeden Fall, aber nur vier. Schade, hatte ich doch mehr gedacht. Da ist das Pugnenium. So, und das ist Schrott. Ich glaube nicht, dass. Wobei der steht, verwenden für veredeln. Deswegen wollte ich es aufheben. Auch wenn da beim Namen irgendwas mit Schrott steht. Das ist schon doof. Da steht auch veredeln. So, egal. Packen wir das noch weg. Und sowas kann auch erstmal weg. Und die könnte ich mal demnächst benutzen.
Aber eigentlich will ich die nicht mehr auf meinem Planeten benutzen, weil ich irgendwie schon mitgekriegt habe, dass auf meinem Planeten auch ein und dieselben Dinger immer wieder kommen. Wenn man da irgendwie einen Tag nicht war, dann ist bei einem verlassenen Gebäude sind die Kisten alle wieder aufgefüllt. Und auch das Rätsel, was man mitunter machen muss bei den Stationen, auch die sind wieder da. So, dann könnten wir eigentlich weitermachen. Ich glaube, beim letzten Mal hatte ich das noch nicht. Ich habe mir auf dem Dach jetzt so einen Landeplatz gebaut. Chaka. So, ich sollte die Quest noch wechseln, damit ich auch sehe, wo ich hin muss. Achso, das ist ja dann hier. Ich kann eine Weile nicht zurück, hieß es aber. Das fand ich auch ein bisschen komisch. So, die Ruine, möchte ich mir die noch schnell angucken, aber die ist auch noch da, wenn ich das nächste Mal komme. Corvex-Anlage, aber das ist noch 9 Minuten mit meinem Speed-Antrieb. Das heißt, da nehme ich doch den Impulsantrieb lieber. So, diese Anlagen sind meistens versperrt. Und man kann sich aber den Weg freischießen. Und das geht doch mit dem Schiff meistens. Das ist keine Tür, wo ich drauf schieße. Die Tür ist wahrscheinlich auf der anderen Seite. Und mit normalen Waffen hätte das richtig lange gedauert. So, da hinten ist auch noch irgendwas. Bis die Wächter wieder da sind, werde ich erstmal abwarten. Na, bis die Wächter weg sind. Gucken wir uns erstmal das neue Raumschiff an. So, die Wächter sind weg. Ja, das hier ist zum Beispiel ein so ein Abschnitt, wo man nur mit einem Osaka V2 reinkommt. Aber ich könnte mir vorstellen, dass ich den V2 erst gar nicht kriege, wenn ich nicht den V1 erst habe. So, Nanit. 65. Dann wollen wir nochmal gucken. Synthetikfabrik. Ich brauche chromatisches Metall, habe ich gerade nicht dabei. Reines Ferrit habe ich aber. Natrium habe ich auch. Aber ich habe genug, um reines Dings zu kriegen. Tragbar. Ich darf die sogar hier drinnen packen. Das ist doch nett. So, dann packen wir mal rein. Wir müssten haben. Kobalt. Was Ionisiertes. Oh, ich hätte gedacht, ich habe was da, was mir Dings bringt. Reines bringt. Ferrit bringt reines. Das bringt magnetisches. Wenn ich das mache. Geht wieder rein. Okay. Verdichteter Kohlenstoff wird zu normalen. Geht auch rückwärts. Pyrit. Tja, dann muss ich mir schnell noch Dings suchen. Eine Quelle für. Indium geht, glaube ich, auch. Wie weit ist die Indiumquelle entfernt? 183. Ist wahrscheinlich schon das da oben. Aber gucken wir hier mal kurz, weil manchmal ist sowas ja auch in Kisten drin. Da hinten ist Natrium, aber es ist 1000 entfernt. Da ist Indium 500 entfernt. Natrium 500.
Hey, das habe ich gar nicht gedrückt. Ich wollte eigentlich nur hochgucken, weil, genau, da hinten war ja auch noch irgendwas. So, aber dann ist ja klar, welches ich nehme. Eine natriumreiche Pflanze würde mir eigentlich auch schon genug bringen. Wie weit ist die entfernt? 256. Zu weit. So, aber ich sehe gerade, wir sind über der Zeit. Daher erstmal eine Pause. Bis zum nächsten Mal.